Ein Abschreckbeispiel. Das ist nicht komisch. Das war echt klasse. Look away. Ja, da haben wir es. Im Elektrozaun. Hier schon mal ein starkes Indiz, dass da gar nichts angeschlossen ist. Hä? Jetzt habe ich schon angefasst. Jetzt habe ich schon verraten. Survival-Tipps für Begegnungen mit Elektrozäunen. Teil 1, Spannungsprüfungstipps für Weidezäune. Und dann im zweiten Teil, Diskussion der Elektrozaun-Szene aus Jurassic Park, verwoben mit wissenschaftlichen Erklärungen zum Thema Auswirkungen von Körperströmen auf die Gesundheit. Wissenschaftlich geprüft. Und eventuell noch eine Bonusfrage zum Elektrozaun-Strullern, vor allem relevant für Jungs. Elektrozaun-Strullern. Frei schwingen, frei pinkeln. Danke. Wie macht man den Test? Fachmännisch erkläre ich jetzt mal, wie man den Test macht. Und zwar mit der Hand, die weg ist vom Herzen. Aufpassen auf die elektrischen Geräte. Am besten so irgendwie noch so am Knie anfassen, dass der Ableitstrom weniger direkt übers Herz fließt. Beim Stromweg von einem Fuß zum anderen fließt nur ein geringer Teil des Stromes über das Herz. Du musst dem Strom einen alternativen Pfad über weniger kritische Gebiete anbieten und Schuhe anlassen, um die Impedanz hochzuhalten. Als Elektroden für die Füße dienten Kupferblecheinlagen in den Schuhen. You gotta keep electric fence simple. It is simple. Keep it simple. You have to have your energizer, your wire and grounding. A fence's shocking power is only as strong as its grounding system can receive when an object touches the hot wire and the earth at the same time. This could be your animal, a branch shorting out the wire, or you may have been the lucky one to complete this circuit once or twice. Und dann einmal so mit einem feuchten Grashalm testen. Just rest it on the wire. Now the grass is going to act as a sort of resistor. At this distance, I don't feel anything. Moving my hand closer and closer to the wire, there, I can just barely start to feel a very, very slight pulse of electricity. Ob's vielleicht pieselt. Ob es leicht zieht, wie nennt man das, zippt, prieselt nur so ein bisschen. Hier eine schöne Beschreibung, 3 mA fühlt sich an wie Ameisenlaufen. Ist jetzt nicht der Fall, weil man sieht, da ist ja nichts angeschlossen an dem Elektrozaun. Preisfrage, was ist am gefährlichsten, Strom in Ampere oder Spannung in Volt? Genau, die in den Körper eingeprägte Energiemenge in Joule oder Wattsekunden. Also quasi der Strom durch den Körper über der Zeit, wobei dieser Strom als Resultat einer hohen Spannung und deines individuellen Körperwiderstandes entsteht. Und zusätzlich zu der vorhandenen Spannung muss genug Energie dahinter stecken, damit der Strom quasi daraus befeuert wird. Also obwohl die Gefahr hauptsächlich von der Größe und der Dauer des Stromflusses durch den Körper abhängt, ist das notwendige Kriterium die zulässige Grenze der Berührungsspannung. Also ich sage immer so, am Anfang war die Spannung und der Strom, der resultierte daraus. Und man muss die Probleme ja quasi an der Quelle anpacken. Die Hütespannung sollte zwischen 2 kV und 10 kV liegen. Die Hütespannung ist die Spannung bei Belastung, also Berührung oder Bewuchs, wahrscheinlich genormt auf 500 Ohm. Dabei ist darauf zu achten, dass die Spannung stets zwischen 2 kV und 10 kV bleibt. Der Dino-Zaun hat eine Nennspannung von 10.000 Volt, also 10 kV. Die maximale Energie des Stromimpulses ist auf 5 Joule begrenzt. Bei ordnungsgemäß installierten und funktionierenden Weidezäunen. Das sind jetzt alles Unterlagen von der RWTH-Veranstaltung Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen in elektrischen Netzen und Anlagen. Also ab 0,5 mA Reizschwelle. Ja, es gibt hier eine Loslassgrenze ab 10 mA aufwärts. Ist das safe? Ist das gefährlich? Und hier steht, die Stromstärke selbst ist bis auf 10 mA begrenzt. 10 mA sind wir ja safe. Herzkammerflimmern, je nachdem ab 30 mA aufwärts. Und wer jetzt denkt, was, 30 mA, das ist ja gar nichts. Also mein Pedelec-Akku, der zieht bedeutend mehr Strom beim Laden. Und ich soll jetzt nur maximal 30 mA vertragen? Ich bin sowas von geliefert. Keine Sorge. Also doch schon Sorge. Es ist immer gut, gesunde Vorsicht zu walten. Aber das hier ist so eine typische Grafik. Auf der X-Achse der Körperstrom durch deinen Körper. Und auf der Y-Achse die Einwirkungsdauer. Und hier sehen wir auch wieder den 30 mA Schwellenwert. Faustregel. Da sehen wir. AC1, Perception. Jetzt lernen wir mal wieder ein bisschen Denglisch. Perception heißt Wahrnehmung, Reizaufnahme. Bedeutet, man merkt da schon was. Wahrnehmbarkeitsschwelle, Minimalwert des Berührungsstromes, der von einer durchströmten Person noch wahrgenommen wird. AC2, Reaktionsschwelle, unbeabsichtigte Muskelkontraktionen. Wahrscheinlich merkt man ein Kribbeln, ein Pieseln, ein Ziepen, Ziepseln. Contractions, Wehen. Ab AC2 gibt es Wehen. Also was muskular heißt, wissen wir ja, aber es heißt involuntary. Unbeabsichtigte. AC2 bedeutet unbeabsichtigte Muskelbewegung. AC3, Atemnot. Difficulty in breathing. Und bei der Fläche AC4 gibt es ja wahrscheinlich Herzflimmern und sowas.
Serious ist auf jeden Fall serious schon. Pathophysiological heißt pathophysiologisch. Müssen wir mal die Suchmaschine bequemen. Ja, krankhafte Veränderungen im Körper. Also wenn das passiert, weißt du auf jeden Fall, wo du dran bist. Es gibt auf jeden Fall eine Lösung für das Problem und die lautet, einfach nicht anfassen. Das war jetzt natürlich auch falsch demonstriert. Also wie machen wir es sonst so, dass es so wegschnellt zur Not? Die haben mir gesagt, wenn man das so anfasst, ist es nicht so schlimm. Okay. Oh, Dollar zudrücken. Du musst Dollar zudrücken. Wenn du Dollar zudrückst, tut's weniger weh. Also nicht so, sondern irgendwie so. Upp. Dann könnte der Finger theoretisch noch wui weg. Und ja, Haare am besten zu binden. Genauso funktioniert das. Man muss den menschlichen Körper irgendwie modellieren. Wir brauchen ein Ersatzschaltbild, weil Haut, Blut, Muskeln, Gelenke und andere Gewebe bieten dem elektrischen Strom eine gewisse Impedanz, bestehend aus ohmschen und kapazitiven Komponenten. Wenn man es noch genauer haben will, hängt die Impedanz ab vom Stromweg, der Berührungsspannung, der Dauer des Stromflusses, der Frequenz, dem Grad der Feuchte der Haut, der Größe der Berührungsfläche, dem ausgeübten Druck und der Temperatur. Et voilà, das Ersatzschaltbild des menschlichen Körpers. Also wer sich das ausgedacht hat, der verdient einen Preis. Der nur so kurze Zeit über den Menschen fließende Strom kann bei Niederspannung keine tödlichen Reaktionen auslösen. Um das zu beweisen, hat Professor Dr. Gottfried Biegelmeier eine Versuchsserie unternommen. Dabei hat er sich selbst Elektrisierungen ausgesetzt bei Wechselspannungen zwischen 25 und 200 Volt. 10, 30 und 100 mA. Die gefährlichste Reaktion auf eine Elektrisierung ist das Herzkammerflimmern. Das EKG zeigt dann einen völlig unregelmäßigen Verlauf. Der starke elektrische Schlag bei 200 Volt bewirkt, dass der Körper hochgehoben wird. Bei derartigen Spannungen verspürte die Versuchsperson starke Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Entscheidend ist, mit welchem augenblicklichen Spannungswert die Elektrisierung beginnt. Beginnt sie mit dem Maximalwert der Wechselspannung, so tritt eine Stromspitze auf, bei nahezu einem halben Ampere. Beginnt die Elektrisierung, wenn der Momentanwert der Spannung gleich Null ist, so tritt keine Stromspitze auf. Alles in allem hat die Versuchsperson fast 500 Elektrisierungen ohne Schaden überstanden. Und so ganz nebenbei gesagt wurde dieser Typ, also Professor Gottfried Biegelmeier, fast 83 Jahre alt. Ein Ösi-Physiker. Beeindruckend. Das linke sieht fast so aus wie so ein thermisches Ersatzschaltbild. Die Körperinnenimpedanz kann überwiegend als ohmsch angenommen werden. Von wegen, also die Schweine, das ist ja wegen der Schweinepest, offiziell, aber die können ja das Schild auch gar nicht lesen. Also ist das vielleicht doch für die Menschen ein Abschreckbeispiel. In dieser Aufnahme ist nicht eindeutig zu erkennen, ob da Spannung anliegt an dem Elektrozaun. Und das Pferd kratzt sich ja genau genommen eher an dem Holzbalken vor diesem Draht. Aber auch interessant, welcher Elektrozaun eignet sich für welches Tier? Ein Huhn spürt dank ihres dichten Federkleides so gut wie gar nichts. Ein Pferd hingegen ist aufgrund des einfachen Hautkontaktes sehr stromempfindlich. Wir versuchen jetzt den T-Rex anzulocken. Beobachten Sie weiterhin den Zaun. Ein T-Rex wird wahrscheinlich nur leicht gekitzelt. Was passiert mit der Ziege? Wird ihr die Ziege fressen? Zufällig bin ich Vegetarierin. Ist ja stark! Während ein Triceratops vermutlich mit mehr gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen hätte. Als ich noch ein Kind war, war das mein Lieblingstier. Und jetzt stelle ich fest, dass das schönste Geschöpf auf Erden ist. Wo ist die Ziege? Und immer daran denken, eine Ziege merkt sehr schnell, wenn ein Elektrozaun keine Stromimpulse mehr abgibt. Aber die Zäune stehen doch unter Strom, nicht wahr? Ja, das stimmt, aber sie griffen nie zweimal dieselbe Stelle an. Sie testeten die Zäune systematisch auf Schwachstellen. Sie haben ein Erinnerungsvermögen. So, der Mythos ist zerstört. So viel zu Elektrozäunen. Manchmal hört man das auch, da steht irgendwo eine Batterie ganz frei. Habe ich schon mal gesehen. Egal, ob dann hier irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben. Einfach steht die da rum und dann wird immer so gepulst und das hört man dann unter Umständen. Geräusche verursacht durch Leckströme, verursacht durch Bewuchs, wie zum Beispiel Gras. Grashalme am Zaun führen zu Verlusten in der Spannung. Um das ungewollte Abfließen von Strom zu vermeiden, wird eine Spannung von mindestens 3 kV empfohlen. Nachwachsende Grashalme, die mit dem Zaun in Berührung kommen, werden bei dieser Spannung vernichtet. Probieren wir erstmal mit Gras. Zuerst zu einem normalen Gras. Ups. Oh. Man knallt das. Ist da wohl schon fast durch. Ganz dünnes Gras. Ah. Dann probieren wir mal dieses Variationsgerät aus. Ah. Etwa 1,5 cm. Ups.
Danke, Stefan, für die Baditzongeräte. Da ist Power dahinter. Der Grashalm hat Löcher. Das Besondere ist, dass dieses Gerät hier jetzt aber nicht ständig einen konstanten Strom anlegt, sondern immer nur in Impulsen, mit Intervallen eine Spannung erzeugt. Also das Ganze ist deshalb so safe, weil die Pulsdauer so kurz ist. Die Stromstöße werden in der Regel zwischen 1 und 1,3 Sekunden abgegeben. Der Stromimpuls selbst besitzt sogar nur eine Dauer von 0,1 bis 0,3 Tausendstel Sekunden. Also eine 0,1 Tausendstel Sekunde sind 0,1 Millisekunden oder maximal 0,3 Millisekunden, also 300 Mikrosekunden. Das ist die maximale Einwirkungsdauer des Spannungsimpulses und damit auch der Bestromung durch den Körper. Das sind die Zeitstromzonen des Effekts von Wechselströmen auf Personen. Auf der Y-Achse die Bestromungsdauer in Millisekunden, beginnend bei 10 Millisekunden. Und wir haben eben gelesen, der Weidezaun macht maximal 300 Mikrosekunden. Ist doch schon mal gut zu wissen. Wobei die Wechselströme hier Frequenzen von 15 bis 100 Hertz haben. Welchen Effekt hat die Frequenz? Je höher die Frequenz, desto geringer ist quasi der Widerstand deines Körpers, der gesehen wird von den außen anliegenden elektrischen Systemen. Ja, und je höher dein Innenwiderstand ist, desto geringer sind auch die möglichen Körperströme durch dich. So würde ich das jetzt interpretieren. Wer es besser weiß, der kann das gerne besser wissen. Dankeschön. Erst, wenn der Stromimpuls längere Zeit, also beispielsweise 2 Sekunden lang wirkt, schlimmster Fall Herz- und Lungenmuskulatur beeinträchtigt. Und bei der Federstromschutzabschaltung geht es ja dann auch darum, Federströme zu erkennen und dann schnell genug abzuschalten. Da gibt es dann einen Auslösebereich und eine Sicherheitsgrenze. Kontrollierte ein Elektrokardiograph die Herztätigkeit. Dadurch war es auch möglich festzustellen, in welche Phase der Herztätigkeit die Elektrisierung fiel. Der Zeitpunkt der Elektrisierung war zufällig und wurde nicht von der Herztätigkeit gesteuert. Die Elektrisierung erfolgte aber oft, wie hier, in der vulnerablen Phase des Herzens. Das EKG lässt den Beginn der Elektrisierung und die schweren Störungen der Herzfunktion während der ersten 3 Herzschläge nach dem Schock erkennen. Der Körperwiderstand hängt auch bei diesem Stromweg von der Berührungsspannung ab. Er sinkt, wenn die Spannung zunimmt. Also diese Vorlesung hier ist schon ein paar Jährchen her, aber das ist jetzt der Punkt, den ich immer noch in Erinnerung hatte und den ich so lange jetzt gesucht habe hier in den Unterlagen. Die vulnerable Phase. Das hier ist ein Herzzyklus. Das Herz macht einmal Bumm und nach diesem Schlag ist die vulnerable Phase der Herzkammern. Die vulnerable Phase überdeckt einen verhältnismäßig kleinen Teil des Herzzyklus, bei dem sich das Herz in einem inhomogenen Zustand der Erregbarkeit befindet und Herzkammerflimmern auftritt, wenn es durch einen Strom genügender Größe erregt wird. Die vulnerable Phase entspricht dem ersten Teil der T-Welle im Elektrokardiogramm, die etwa 10% der Zeit eines Herzzyklus darstellt. Kann man natürlich von außen nicht steuern. Also ich kann jetzt nicht bewusst mein Herz mal eben anhalten. 1/10, also zu 10% der Zeit eines Herzzyklus ist es besonders kritisch, wenn du den Strom da über das Herz fließen lässt. Vulnerabel bedeutet, das ist die Wundephase. Verwundbar, leicht verwundbare Phase. Was ist da hier eigentlich X und Y? Ich glaube, X ist hier die Zeit. Und was ist Y? Man weiß es nicht. Nee, Blutdruck ist es nicht. Elektrischer Schlag. Bei normalem Herzschlag, bei Herzkammerflimmern, da sinkt dann der Blutdruck. Dazu steht auch was im EMF-Portal. Ein kleines Zeitintervall im Herzzyklus, in dem sich das Herz im inhomogenen Zustand der Erregbarkeit befindet. Also Herzströme so oder so vermeiden und besonders in der vulnerablen Phase. Aber hier, da ist jetzt nichts drauf, das war eine Finte. So, das hier war Teil 1 der Reihe über Elektrozäune. Im Teil 2 klären wir, ob man wirklich mit einem trockenen, toten Ast die Spannungsfreiheit von Dino-Elektro-Schutzzäunen feststellen kann. Das heißt wohl, der Strom ist abgeschaltet. Ob es weiter möglich ist, einen Elektroschockgewicht zu bekommen, wenn man floatend und ungeerdet an dem Elektrozaun in der Luft hängt. Und ob es realistisch ist, seine Van de Graaff-Frisur mit zu Berge stehenden Haaren auch noch nach dem Entladen über Stunden beizubehalten. Mein tapferer Tim, der menschliche Toast. Disclaimer, man sollte vieles Gefährliche nicht nachmachen, aber... Mir persönlich fehlen für ein Elektrozaun-Strullern-Experiment die Eier. Also, falls sich jemand dazu berufen fühlt, nur zu, aber bitte nur jugendfreies Material hier posten. Ich fühle mich mit dieser Ausschreibung hier safe, denn das macht doch eh keiner. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören bei Elektro-Tipps mit Sophia. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.